Das ist die ThinkTank Fototasche Retrospective 20 Pinestone Cotton Canvas. Das ist die hier vorne, die hier steht. Cotton Canvas, dieses Pinestone, das ist also die Farbgebung, die wir hier vorne haben. Wir haben diese Tasche natürlich auch noch in anderen Farben bei uns im Angebot. Einmal hier in diesem Blau und dann natürlich noch einmal hier in dem ganz normalen konservativen Schwarz. Dieser Film, den ich Ihnen jetzt hier zeige, der beinhaltet also hier das Modell dieses sogenannten Pinestone Cotton Canvas. Und die sind natürlich alle von den Funktionen her identisch, die Taschen, bis auf die Farbe natürlich. Wenn wir uns diese Fototasche anschauen, dann sehen wir natürlich direkt, dass sie wunderbar verarbeitet ist. Wenn wir uns die Tasche mal von innen anschauen, Klettverschluss, wie Sie sehen, dann sehen wir auch hier, dass wir hier wie bei allen anderen Fototaschen, die es mittlerweile ja so gibt, dieses System haben, was sich durchgesetzt hat. Also diese Trennwände, die gepolstert sind, die man also mit Klettverschluss einfach hier einsetzen kann und sich den Innenraum dann praktisch so gestalten kann, wie man ihn halt eben auch braucht. Hier im Lieferumfang ist noch eine dritte Trennwand mit bei, die ist ja so eingepackt, die machen wir hier erstmal weg. Die wird dann normalerweise hier, wenn Sie die noch brauchen, einfach eingesetzt. Da gehört natürlich ja auch jede Menge Papierzeug dazu, Werbung und Katalog und so weiter. Und zu dem Innenfach selber, wo wir also diese Trennwände haben, haben wir jetzt hier an der Seite noch die Besonderheit, jeweils rechts und links, auch mit einem Klettverschluss gesichert. Nochmal so zwei Fächer, die also über die ganze Taschenhöhe hier durchgehen, wo man nochmal Objektive reinmachen kann oder halt eben noch anderen Kleinkram oder vielleicht auch einfach nur eine Tasche mit Wasser zum Trinken, damit das halt eben auch geschützt ist vor dem ganzen Rest an Elektronik, der hier in der Tasche so drin ist. Wie gesagt, da können Sie reinmachen, was Sie wollen. Die Taschen befinden sich also hier jeweils nochmal rechts und links auf der Seite. Wenn wir hier in dem Innenfach bleiben, dann haben wir hier oben so eine Lasche mit Klettverschluss. Da ist so ein kleines Notebook drauf abgebildet, stilisiert. Wenn wir das aufmachen, logischerweise, befindet sich dann hier hinter natürlich dann das Notebook bzw. Laptopfach. Auch hier über die ganze Taschenrückwandseite. Da passt also ordentlich was rein. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Produktseite, auf der Sie gerade sind. Das ist die Retrospective 40, die wir hier gerade zeigen. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir hier auch noch einmal mit einem Klettverschluss gesichert. Ein weiteres Fach, wenn wir das aufmachen, dann haben wir hier ebenfalls auch über die ganze Seite, beziehungsweise die Frontseite ist das dann, die vom Körper abgeneigt ist, noch einmal verschiedene Fächer. Hier können wir dann zum Beispiel auch irgendwelche Speicherkarten reinmachen oder weiteres Zubehör, Gegenlichtblenden, was man halt eben alles so mitnimmt, obligatorischen Kugelschreiber, um sich irgendwelche Notizen zu machen oder vielleicht da auch mal irgendwie eine Postkarte zu schicken aus dem Urlaub. Das, wie gesagt, können Sie dann ja machen, wie Sie das machen wollen. Auf der Vorderseite halt eben hier haben wir dann noch einmal ein Fach. Das ist die körperabgewandte Seite, was eine Besonderheit aufweist. Das ist nämlich normalerweise praktisch ein Fach, was also durchgehend ist. Das spricht also ein einziges Fach. Dann hat man hier auf der Innenseite aber halt eben noch so einen Klettverschluss eingenäht. Der ist auch fest in der Tasche verbunden. Und wenn wir uns den mal anschauen, dann können wir den hier praktisch auf der gegenüberliegenden Seite dann einfach so befestigen. Und in dem Augenblick, wo Sie das gemacht haben, haben Sie dann hier oben aus einem Fach praktisch dann zwei Fächer gemacht. Ganz tolle Sache. Sie haben es gesehen, ich habe es rausgenommen gerade eben hier. Das ist also hier der obligatorische Regencape, der also hier nochmal extra in so einer Tasche verpackt ist. Der ist immer dabei. Den können Sie also immer dann hier vorne in das Fach einfach so reinmachen. Wenn Ihnen das irgendwann zu viel ist oder Sie sind irgendwie in der Wüste unterwegs, wo also die Regenwahrscheinlichkeit nicht so wahnsinnig hoch ist, dann können Sie den natürlich auch einfach ablassen und zu Hause im Hotel lassen. Einfach hier dann diesen Klettverschluss öffnen, dann ist so eine gute Schlaufe fest vernäht mit der Tasche. Da kann man das Ganze dann einfach durchziehen. So, ja, so leicht abgehen soll es ja nicht, ne? So, machen wir das mal hier einfach raus. Und Klettverschluss wieder zusammen. Und dann können Sie dieses Regencape praktisch dann halt eben dann einfach dann zu Hause zurücklassen. Und dann haben wir hier diese rote Schlaufe und da würden Sie es praktisch dann wieder durchstecken. Wenn Sie dann vielleicht doch sehen, oh, da kommt vielleicht was und ich möchte die Tasche ganz gerne geschützt haben, dann nehmen Sie das Regencape einfach dann wieder mit. So, jetzt kommen wir nochmal hier zum äußeren Erscheinungsbild der Tasche. Da haben wir also hier an der Seite noch jeweils hier zwei Fächer, einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Da können Sie halt eben dann so Sachen reinmachen, die Sie vielleicht dann sofort immer brauchen. Irgendwie vielleicht die Brieftasche oder wie auch immer. Auf der Rückseite haben wir dann hier auch noch einmal ein Fach mit einem Zipper, mit einem Reißverschluss. Das geht auch hier über die komplette Rückseite der Tasche, wo man halt auch die Sachen reinmachen kann. Oben der obligatorische Handgriff zum Tragen. Ne? Man hat die Tasche ja vielleicht nicht immer irgendwie um die Schulter rum. Da, Schulter, das Stichwort natürlich auch hier, können wir uns ja direkt anschauen.
Das ist also der Tragegurt, sehr dick, sehr gepolstert. Und die Schulterpolsterauflage hier, die ist natürlich auf der Innenseite hier nochmal so streifenmäßig gummiert, damit das Ganze nicht irgendwie von der Jacke runterrutscht. Und man kann das natürlich halt eben hier auch dann verschieben. Man kann natürlich auch den ganzen Gurt sowieso halt eben der Länge entsprechend verschieben und dann den Körpermaßen, den eigenen, einfach anpassen. Jetzt kommen wir noch einmal zu einer Besonderheit dieser Tasche. Das befindet sich nämlich hier auf der Vorderseite. Oder stellen Sie sich aber folgendes Szenario vor. Sie sind irgendwo und da sind irgendwie im Wald und sind vielleicht irgendwie so ein Naturtierfotograf und da hinten auf der Lichtung, da bewegt sich gerade was und Sie wollen da unbedingt jetzt hin und ach, verdammt nochmal, Kameras eingepackt, wie auch immer. Da machen wir erstmal die Tasche auf, ne? Und Sie können davon ausgehen, also das Fotomotiv ist jetzt weg, ne? Das ist ganz klar. Brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, das ist einfach weg. Diese Tasche hat eine Besonderheit. Klettverschluss ist ja eigentlich eine tolle Sache, praktisch und vor allen Dingen auch sehr, ja, wie soll man sagen, verschleißfrei. Und ist aber natürlich in der Regel immer sehr laut. Also es betrifft nur diese Tasche, er macht immer Geräusche, auch bei anderen Taschen. Klettverschluss ist halt so, ist laut. Hier haben wir also die Möglichkeit, ganz witzig, hier sind so Symbole eingenäht, ne? Also Lautsprecher soll das sein, einmal so durchgestrichen, also für lautlos und das andere ist halt eben dann mit Schall, also mit Lautstärke logischerweise. Und wenn wir die einfach öffnen, die natürlich auch nochmal sehr laut sind, dann können wir hier diesen Klettverschluss einfach umklappen. Hier auch so befestigen und jetzt passiert natürlich Folgendes, Sie können die Tasche natürlich jetzt immer noch zumachen. Aber Sie sehen, der Klettverschluss, der greift ja eigentlich nicht so. Das bedeutet, wenn Sie die Tasche dann einfach so jetzt irgendwie, ne, auf der Wanderschaft haben oder so, wie gesagt, gerade eben beschrieben, der Wald, dann machen Sie die Tasche einfach jetzt auf, zack, nehmen Ihre Kamera raus, Tasche wieder zu, machen Ihr Foto und gut ist. Wenn Sie natürlich dann irgendwann wieder halt eben anderweitig unterwegs sind und alles wieder richtig fest verschließen wollen, dann gehen Sie einfach hin, öffnen hier wieder die Klettverschlüsse, befestigen die oben einfach hier mit diesen kleineren Befestigungen mit den Lautsprechersymbolen. Zack. Und schon haben Sie eine Tasche, die halt eben dann auch wieder richtig fest verschlossen ist, die auch wieder richtig schön laut ist. Na, also ich denke mal, das System ist nicht ganz klar. Wichtig ist im Endeffekt halt eben, dass es etwas ist, also was ich bei keiner anderen Fototasche bisher schon gesehen habe. Es gibt tatsächlich Fototaschen, die ich zu Hause habe, die ich nicht benutze, wenn ich weiß, ich bin jetzt irgendwie irgendwo unterwegs, wo also Lautstärke nicht so noch nicht gesehen ist. Zum Beispiel jetzt irgendwie Theateraufführungen oder vielleicht irgendwo im Zirkus oder was man halt eben so macht, wo man im Endeffekt halt eben mit damit irgendwie so ein bisschen unangenehm auffällt oder halt eben auch, wie gesagt, der berühmte Wald- und Wiesenfotograf, ne, wo also dann irgendwie das ganze Tierzeug dann da wegläuft. Das kann die Idee ja nicht sein. Ich habe Ihnen jetzt hier die ThinkTank-Fototasche Retrospective 40, also 40, vorgestellt in Pinestone Cotton Canvas. Und zur Erinnerung, wir haben diese Tasche natürlich auch noch hier in Schwarz im Angebot und auch noch hier in diesem schicken Blau. Welche davon halt eben dann Ihr eigen nennen wollen, irgendwann bleibt Ihr überlassen. Von mir aus auf diesem Weg alles Gute und viel Spaß.